Ja, Kasolke. Ja, ja. Was habt ihr rausgefunden? Ja, Herr Kollege. Wir haben auch nichts gefunden. Aha. Wir haben alle unsere alten Bekannten aus der Pelzbranche überprüfen lassen, aber hier in München ist nichts angekommen. Ah. Ja, müssen Sie sich schon selber bemühen, Herr Kollege. Was? Na, heiß ist es nicht. Aber Föhn. Ja, habe die Ehre. Wiederhören. Klarer Fall von Doppelselbstmord. Ich werde da nicht so voreilig. Da haben sich gerade bayerische Kollegen schon mal ganz schön in die Nesseln gesetzt. Ja, richtig, Frau Grüne. Auf jeden Fall ein ziemlich friedlicher Tod, scheint's. Herr Oberinspektor. Sind Sie der Doktor? Das ist ein Beamter. Ich komme aus Hamburg, Kriminalhauptmeister Krombach. Ach, Kollege, wer hat denn Sie da hergeholt? Wir sind sowieso schon hier. Ah, verstehe ich nicht. Wir haben da in Hamburg einen Mordfall, wo Professor Becker als Zeuge dienen konnte. Vielleicht sogar Verdächtiger. Und da wildern Sie einfach in unserem Revier. Was sind Sie, Hauptmeister? Ich kann Ihnen alles erklären. Ein unglücklicher Zufall nach dem anderen. Meyers, ich bin der Oberarzt von Professor Becker. Grüß Gott, Herr Doktor. Warum macht er das? Darf ich mal? Ja. Es besteht der Verdacht, dass er sich Nierentransplantate auf nicht ganz legale Weise verschafft hat. Wir waren ihm, soweit ich unterrichtet bin, ziemlich dicht auf der Spur. Wie können Sie sowas sagen? Dass man da so alles nebenbei hört. Ich sagte doch schon, ich will Ihnen alles erklären, Herr Oberinspektor. Ich glaube das nicht. Und das soll ein Motiv für Mord und Selbstmord sein? Becker hat Millionen gehabt. Wenn der wirklich was Krummes gedreht hat, dann hätte er doch längst das ganze Zeigel verkauft und ins Ausland gehen können. Becker? Die Klinik hätte er nie aufgegeben. Auch nicht, wenn dahinter sehr viel mehr steckt. Nämlich Mord und Totschlag. Mindestens eine ganz dicke Erpressung. Vielleicht darf ich Sie daran erinnern, dass Ihr Chef längst tot wäre ohne Becker. Obwohl er, wie Sie sich einbilden, ihm ziemlich dicht auf der Spur war. Bitte nichts verändern, Herr Doktor. Er war ein fanatischer Arzt. Wenn wirklich etwas von dem stimmt, was hier behauptet wird, dann hat er es deshalb getan, aus keinem anderen Grund. Sinnlos. Das ist er. Schaut nicht da noch aus. Na was? Noch 5 Millionen. Er hat's auch nicht. Sie meinen, er war's nicht? Die Gästner meinen, er war's. Aber das Geld hat er nicht. Das ist sein Problem. Feigl. Ah, Herr Kollege Haferkamp. Ja, wegen Ihrer Anfrage. Ich hab das Fernschreiben gerade rausgegeben. Negativ. Jetzt warten Sie mal. Diese Petra Köhnen ist am fraglichen Tag wirklich im Bayerischen Hof abgestiegen, ja? Und ist erst am nächsten Tag in der Früh nach Düsseldorf abgeflogen. Und zwar mit der Maschine um 8.10 Uhr LH934 in Düsseldorf an 9.15 Uhr. Und die Angaben mit dem Grill bei diesem Nino Krogmann? Stimmen auch. Keinen Zweifel. Mindestens 50 Leute haben es gesehen. Nur einmal soll es dazwischen verschwunden sein mit einem gewissen Pelka. Na, für eine schnelle Reise an die Ruhr und zurück hätte es nicht gereicht. Höchstens für ein Schäferstündchen. Oder noch besser, für ein Schäferhalbstündchen, ja. Naja, so 30 bis 45 Minuten. Moment. Joschi Pelka? Joschi. Ja, Sie kriegen das alles noch mit Fernschreiben. Adressen und so. Naja, so eine Münchner Society-Figur, wissen Sie. Steht alle Woche mindestens einmal in der Klatschspalte, hat was mit Kunsthandel zu tun. Ambulant. Naja, Puteln und so Zeugs. Keine Ursache, Herr Kollege. Ich hätte Ihnen auch lieber eine schöne Täterin geliefert, als wie so ein bombensicheres Alibi, Herr Haferlkamp. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dass der aus München ist? Ein
In seiner Jacke war ein Etikett vom Münchner Kaufhaus. Nur red schon, wer ist es? Also pass auf. Günther Neugebauer, 32, Bauschlosser, dreimal vorbestraft wegen Einbruchdiebstahl, immer gemeinsam begangen mit Gustav Gottlieb, Kraftfahrer. Wie kommt der Vogel zu uns? Na ja, nach der letzten Haft haben die sich ganz ordnungsgemäß nach Essen abgemeldet. Abmeldebescheinigung liegt vor. Der Neugebauer wohnt jetzt bei seiner Mutter. Anna Neugebauer. Moment. Anna Neugebauer. 62 Essen, Katernberg, Eichendorf, Straße 24. Traust du ihm Gewaltverbrechen zu? Ich meine, glaubst du, dass er einen alten Mann erschlagen hat? Ich meine, das kann ich da so nicht sagen. Der typische Gewaltverbrecher ist er nicht, aber wenn er natürlich überrascht worden ist oder er ist in Panik geraten. Naja, du wirst es schon rausfinden. Frag halt einmal den zweiten, den Gottlieb. Danke, Melchior. Ja, bitte schön, Heidi. Guten Morgen, Herr Marek. Guten Morgen. Ja, was super. Pass auf, ein Fichtennarobad, ja? Bitte. Das letzte für dieses Jahr. Morgen geht's nach Haus. Guten Morgen. Grüß Gott. Ich bin ja neu. Ja, das sieht man. Hier kennt man sich ja. Sind Sie aus Deutschland? Ja, aus München. Ha? Wollen Sie was abnehmen? Wieso? Ja, ich weiß ja nicht, wie lange ich bleibe. Nach 3 Wochen. Wer sagt das? Na, der Doktor. Wenn Sie dem Doktor in die Hände fallen, was ja zwangsläufig der Fall ist, der lässt Sie nicht früher weg, bevor Sie nicht mindestens 5 Kilo abgenommen haben. Haben Sie schon 5 Kilo abgenommen? Über 10, nicht? Aber schauen Sie, ich habe die letzten Jahrzehnte Hunderte von Kilo ab und wieder zugenommen. Sie müssen einen ruhigen Beruf haben. Wenigstens schauen Sie es aus. Ja, sehr auch. Ja. So ein kleiner Werbe gehabt. Aber das ist ein Weiberl. Ich habe einen Mandel gehabt. Grüß Gott. Kommen Sie zu mir? Ja, sind Sie ja Alfons Schindler? Ja, warum? Ja, Feigl. Kriminalpolizei. Aha. Ist was passiert? Ja, ich muss Sie fragen, kennen Sie eine gewisse Isabel Reisch? Aus Essen? Ja. Ja, wieso? Ja, sie ist leider tot. Um es kurz zu machen, wo waren Sie am Samstag? Genau am Samstagnachmittag. Ja, nicht du. Da war ich oben auf einer Skihütte mit ein paar Freunden. So. Wollen Sie vielleicht die Adresse? Ja, gern, wenn es geht. Dann kommen Sie halt rein. Dankeschön. Du bist ein feiner Hund. Wie heißt der? Martin Poll. Ja, da sollen wir nachschauen, ob der da ist. Mit was? Ach, eventuell mit einer Frau. Jetzt seid ihr nicht immer so streng da drum in Berlin. Also festnehmen. Ja, gut, Herr Kollege. Ich werde sofort das Nötige fahren lassen. Ja? Wiederhören. Lenz. Dringend. Ja, da kommt er ja. Unser Berliner Kollege. Guten Abend, Herr Schmidt. Da ist er drin. Das ist ein Bürscherlis. Ein ganz am Magers.